Es war so eine schöne Zeit, wir haben so viel miteinander erlebt. Das war so intensiv. So was wie das, was ich hier erlebt habe, werde ich nie wieder mein Leben erleben. Ja. Zum Glück habe ich ganz wenig Gepäck mitgenommen. Danke, ciao. So, dann schauen wir mal, wo die anderen sind. Liebe Hila, willkommen zurück in der WG nach 11 Jahren. Erinnerst du dich noch an deinen Skater-Schwarm online von damals? Wenn wir schon so anfangen, weißt du? Du hast bestimmt ein Handy, oder? Ja. Krieg ich deine Nummer? Ja, ich hab leider schon eine Freundin. Dort, wo du ihn getroffen hast, wartet deine erste WG-Bewohnerin. Oh, Kacke! Und so muss ich die jetzt sehen, oder was? Kurz im Mülleimer. Okay, warte, wo muss ich jetzt überhaupt hin? Das war auf jeden Fall Domplatte. Den müsste ich doch sehen, oder? Ist es das oder ist es das, ist die Frage. Das ist nicht der Dom? Eher das. Oh, bin ich aufgeregt. So, wen sehe ich wohl als erstes? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, geht's dir gut? Nein! Oh mein Gott, ja! Was ist das, Alina? Ist das nicht? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wie lange haben wir gut gewählt? Ich muss dir was zeigen, komm her! Ich habe mich die ganze Zeit total auf Hila gefreut und konnte schon die Nacht vorher kaum schlafen. Aber als ich sie dann gesehen habe, war es eigentlich genauso wie früher. Ich habe 12 Jahre auf diesen Moment gewartet. Oh nein, jetzt kommt's. Was hast du? Wie ordentlich ich bin! Dann packe ich das für morgen erstmal alles rein. Also, wenn du das Packen nennst, das ist eher Stopfen. Ey, ich habe den heute eine Stunde noch aufgeräumt. Geil! Cool, ja. Ich habe mich da wirklich so lange drauf vorbereitet. Ich habe meinen Koffer 4-mal aus und wieder eingepackt, weil ich wollte ihr mal zeigen, dass ich so ein bisschen was von ihr gelernt habe. Okay, ich soll also zum Kölner Dom. Wo ist der denn nochmal? I am a boss lady. Als ich Feli wiedergesehen habe, war ich echt total überrascht davon, wie sie sich verändert hat. Oh mein Gott, ja. Als ich sie gesehen habe, wie sie gegrinst hat, war es auch bei ihr genau gleich wie früher. Wer ist denn von euch als erstes angekommen? Ich habe nur eine Nachricht bekommen, die muss ich euch mal zeigen, ob ich mich erinnern kann, wo ich meinen Skater-Schwarm damals getroffen habe und dort soll ich hin. Ja, genau. Und dann wie dein Skater-Schwarm. Ja. Klaus gehört zu mir oder um wen geht das hier? Ich hatte auch eins. Ja, ich falle mal runter. Dann halt schon mal fest. Ich geh mal was trinken. Okay, soll ich mich an dich festhalten? Wow, er sieht so gut aus. Ja, du bist voll groß irgendwie, ne? Ja. Ja. Damals beim Klaus zum Beispiel, da war ich ja so schüchtern. Das habe ich zum Glück heute nicht mehr. Wenn ich jemanden gut gefunden habe, dann bin ich auch gleich drauf los.
Heute, ich habe eine Nachricht bekommen. Okay, okay. Zwei WG-Bewohnerinnen fehlen noch. Janina und Alina warten auf euch bei den Freundschaftsschlössern auf der Brücke. Das sind so viele Schlösser. Wir hatten auch eins, gell? Aber was, ich weiß gar nicht mehr, welche Farbe das hatte. Ich glaube, das war rot. Es gibt überall rote Schlösser. Wir suchen uns jetzt einfach durch. Zur Not fragen wir. Ich freue mich so. Ich freue mich auch noch. Wir sehen gleich die Girls. Heftig. Glauben Sie nicht, oder? Natürlich sind die das. Oh mein Gott. Ich glaube es nicht, oder? Ich erinnere mich noch dran, die Aufnahme hat uns halt richtig krass zusammengeschweißt. Und das ist halt was, das kommt einem direkt wieder in den Kopf, wenn man sich sieht. Janina, was ist dann aus dir geworden? Ich bin einfach so happy, dass wir uns jetzt nach so langer Zeit wieder gesehen haben. Wir mussten uns vorher alle testen lassen und währenddessen immer mal wieder testen lassen. Deswegen freut es mich umso mehr, dass es in so einer schwierigen Zeit überhaupt möglich war. Danke, vielen Dank, Zane. Ich bin voll aus Atem gerade. Ja, ebenfalls. Ich auch. Völlig fertig. Ich hätte vor 11 Jahren nie dran gedacht, dass wir uns irgendwann mal wieder genau auf dieser Brücke vor den Schlössern wiedersehen. Ich glaube, das ist unseres. Wir behaupten einfach, das sei unseres. Komm, ich habe doch auch noch einen Stift dabei. Ich schreibe da auch so Namen drauf. Aber ich kann euch wirklich so Real Talk nicht mehr sagen, wo es ist. Alle müssen anfassen. Wir sind schon ziemlich eng zusammengewachsen, wirklich so eine kleine Familie, kann man schon fast sagen, geworden. Ja, wir werden jetzt wahrscheinlich für die nächsten paar Jahrhunderte noch da hängen. Wie krass, dass einfach unsere Freundschaft schon so lange anhält. Ja, aber es fühlt sich genau gleich an. Also ich habe wirklich gar nicht das Gefühl, als hätten wir uns so lange nicht mehr gesehen. Ja. Aber das haben wir uns ja auch vor 11 Jahren versprochen, als wir den Schlüssel ins Wasser geworfen haben, oder? 3, 2, 1. Ich hab euch lieb. Richtig süß, ey. So kitschig, ich lieb's. Ja. Aber ganz ehrlich, das sind ja auch so die besten Freundschaften, dass man weiß, ey, wenn es darauf ankommt, so sind alle füreinander da. Ja. Und auch wenn es gerade sehr schön ist hier bei den Schlössern, ich glaube, wir werden demnächst abgeholt. Vielleicht sollten wir mal wieder nach oben gehen. Halbe Stunde. Wie lange stehen wir hier eigentlich? Nein, wir müssen wieder zurück. Auf geht's. Die nächsten Tage Schloss suchen. Alle Taschen nehmen und los geht's, ne? Das ist nicht für uns. Nein, das kann nicht für uns sein. Das ist niemals für uns. Oh mein Gott. Wir kommen ums Eck und sehen diese krasse Limousine. Oh mein Gott. Warten Sie auf jemanden bestimmten? Dürfen wir mit Ihnen mitfahren? Das ist ja überragend. Oh mein Gott. Was für eine Karre. Also das ist auf jeden Fall ein Upgrade. Nein. Der größer als mein WG-Zimmer. Oh mein Gott! Langsam, langsam. Ja, jetzt geht's ab, Felix. Das ist übel. Eine Limo in der Limo. Okay, Mädels, greif zu, lass uns anstoßen. Und 11 Jahre. 11 Jahre Freundschaft. Wahnsinn. Krass. Und ich gucke euch an und ich denke so, same, same. Hat sich nichts verändert. Zahnspange ist weg, aber ansonsten alles gleich. Ich freue mich so sehr auf das lange Wochenende mit den Mädels. Und ich habe mich auch ein bisschen verändert. Und deswegen mal schauen, wie das so wird. Wer sich am wenigsten verändert hat, ist Alina. Ja, aber ich finde, wir haben uns alle nicht groß verändert. Ich dachte, Hilla hat sich am wenigsten verändert. Ich finde, Hilla hat sich auch verändert. Aber ich finde, Hilla ist so so fraulich geworden, dass sie da schon so eine mega extreme Veränderung. Früher, du warst so in Sportklamotten. Ich kannte dich auch so. So sehe ich auch immer noch aus, privat. Weiß ich, weiß ich. Aber so, jetzt bist du so eine richtig gestandene, wunderschöne Frau. Feli hat sich auch krass verändert. Ich glaube, wir haben uns alle in gewisser Weise verändert. Aber man sieht uns schon auch noch allen an, dass wir noch wir sind. Ja, voll. May hat sich optisch auch so verändert. Gar nicht mehr so klein und süß, wie sie damals war. Sondern sie ist eine richtige Frau geworden. Leute, jetzt sag mal, was macht ihr denn die ganze Zeit jetzt so? Also ich studiere immer noch Medizin, bin quasi...
bin quasi so im letzten Studienjahr auch schon. Und arbeite. Ja, genau. Ja, die Zeit vergeht krass, so schnell. Arbeite nebenbei in einem medizinischen Labor und bei der Betriebsmedizin. Krass. Genau. Hier so? Ich bin auch richtig so eine ewige Studentin, hätte ich ja selber nie gedacht. Ich dachte, ich gehe voll in den kreativen Beruf, werde Schauspielerin oder so. Also es ist nicht so, dass ich das bis heute ausgeschlossen habe, aber ich habe dann auch irgendwann gedacht, so. Du wolltest damals Schauspielerin werden. Ich will Hollywoodstar werden. Nächste Goldberg. Schauspielerin oder Sängerin oder sowas? Ja, Sängerin. Tänzerin, okay, so. Ja, auch Tänzerin. Tänzerin. Und nicht Schauspielerin, ganz einfach. Und dann treffen wir uns irgendwann. Und wenn das nicht klappt, dann arbeite ich auf dem Bau. Ja, ich glaube einfach mit 12, 13 sieht das Leben anders aus und dann passiert es einfach, wie es passiert. Aber schön, dass wir hier 11 Jahre später alle sitzen. Ja, ich freue mich jetzt so krass, mit meinen 4 Mädels einfach ein langes Wochenende gemeinsam zu verbringen und mit den Girls die Zeit zu genießen. Wir können träumen. Und wir kennen keine Angst vor der Nacht. Denn wir. Ihr seid zu textlich aus. Keiner sagt, was man so macht und da auch nicht. Au, 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 au. So sind wir und nicht anders. Kapiert das? So sind wir. Geben niemals auf. So sind wir drauf. Nicht Singapur, nicht bla bla bla. Wir starten durch. Das Leben ist echt wunderbar. Denn jetzt sind wir bereit. Wo sind wir hier überhaupt? Echt völlig lost gerade, wirklich lost. Wo bringt uns jetzt dieses krasse Gefährt hin? Ich schätze mal, so ein Loft wäre schon angemessen. Oder so eine Villa wäre geil. Ey, das ist jetzt auch so ein richtiger Move, so erstens in die Limo einsteigen lassen, damit wir auch schön denken, es geht so in die krasse Villa und jetzt kommen wir am Schluss am Bauernhof raus. Oder halt in so ein Wellnessresort. Ja, genau. Ja, genau. Für uns einfach das was ein geiles Wochenende. So ein Entspannungswochenende. Los, wir schaffen das. Pferde! Oh mein Gott, ich bin doch ein kleines Pferdemädchen. Ey, sag mal, habt ihr hier Empfang? Wir sind am Arsch. Oh, guck mal, die Kühe. Hä, wo sind... Oh mein Gott! Und ein trotzdem, Hund. Oder? Guck mal hier, da. Oh, der Hund. Oh, der Hund. Oh. Leute, wir sind richtig auf dem Land. Oh mein Gott! Guck mal, es wie riecht. Cute das ist. Landluft. Leute, ich hab's falsch gepackt. Dann stehen wir einfach auf einem Bauernhof und ich war so, danke. Der erste Gedanke dann aus der Limo raus und direkt vor den Kühen war natürlich erstmal erschreckend, aber im Großen und Ganzen fand ich's richtig cool. Oh mein Gott, oh mein Gott. Hey, wie süß. Hi, Mausi. Hey, oh, die Zunge. Oh. Oh mein Gott. Oh. Hallo, Mädels. Hallo. Moin. Hallo. Hi. Wer bist du? Ich bin der Bauer. Du bist der Bauer. Ja, ich heiße Michael, genau. Herzlich willkommen auf unserem Bauernhof im Sauerland. Dankeschön. Wir sind echt gespannt auf ein interessantes Wochenende mit euch. Ja, wir auch. Wir sind eben im Bauernhof, wo man auch mit anpacken kann und mit anpacken soll. Ja. Und von daher denken wir, dieses Wochenende, ja, ihr seid starke Frauen, ich sehe das schon. Da haben wir einiges zusammen zu tun, denke ich. Ja, bin gespannt. Prima. Wir freuen uns. Ich als altes Stadtkind muss natürlich auch sagen, dass Bauernhof jetzt nicht ganz so mein Ding ist, dachte ich zumindest immer. Ich werde auf jeden Fall mit anpacken, um einen guten Eindruck zu erwecken, auch als Stadtmädchen. Am meisten in den nächsten Tagen freue ich mich natürlich, Zeit mit den Mädels zu verbringen. Und es ist auch ganz egal, was wir hier machen müssen. Hauptsache, ich bin mit allen zusammen. Schlachtruf auf 3, 1, 2, 3. Mädchen!